eine Kogge der deutschen Hanse. Ihre Flotten eroberten die Meere. Die glanzvollsten Metropolen Nordeuropas gehörten zu ihr. Von Island bis Venedig, von Brügge bis Russland reichte ihr Handelsnetz. Über 200 Städte schlossen sich dieser Supermacht des Geldes an. Die Hanse, ein Imperium von Kaufleuten, das unerbittlich seine Geschäfte verteidigte. Auch mit Gewalt. Wie Johann Wittenborg, der Bürgermeister von Lübeck, gegen den Dänenkönig. Er befehligt die bisher größte Kriegsflotte der Hanse. Sein Ziel, das Reich von Waldemar IV. Vor der schwedischen Küste kommt es zum Showdown. Wittenborg und Waldemar. Der Konflikt zwischen Kaufmann und König um den Fortbestand eines Bündnisses, das jenseits von Landesgrenzen ein halbes Jahrtausend Europa prägte. Die deutsche Hanse. Wie kam es, dass eine Schar von Fernhändlern zu einer europäischen Supermacht wurde? Diese Straße war eine ihrer Lebensadern. Ständig bedroht von Raubrittern, die auf der Jagd waren nach einem der wertvollsten Stoffe des Mittelalters, Salz. Das weiße Gold aus den Salinen Lüneburgs ging von Lübeck aus in die Welt. Mit hohem Gewinn. Der Handel im Hanseverbund machte die Stadt und seine Bürger reich. So auch Hermann Wittenborg, ein angesehener Lübecker Kaufmann. Sein Sohn Johann lernt schon früh das Geschäft kennen. Er wird später einmal die Geschicke der Hanse in der Hand halten. Johann, die Männer müssen arbeiten. Komm, spiel mit den anderen Kindern. Mag aber lieber auf dem Schiff sein, Vater. Später wirst du die größten Schiffe der Welt fahren und deinen Vater sehr stolz machen, aber jetzt komm. Hermann Wittenborg ist angespannt. Schnell müssen die Ladung gelöscht und neue Waren an Bord verstaut werden. Time is money, auch schon vor 700 Jahren. Seine Partner in Schweden und Norwegen warten dringend auf das Salz. Wo ist das Salz? Transport aus Lüneburg müsste längst hier sein. Die Hanse-Kaufleute versorgten Europa mit Waren aus der ganzen Welt und verdienten bei jedem Umschlag. Das war ihr Erfolgsmodell, auch wenn jeder Transport ein Risiko war. Ein Reiter entkommt dem Überfall auf die Salzfracht und überbringt Wittenborg die schlechten Nachrichten hinter den sicheren Stadtmauern von Lübeck. Der gemeinsame Schutz der Transportwege verband die ersten Kaufleute im 12. Jahrhundert. Der Grundgedanke der Hanse. Nach und nach ertrotzten sich die Männer Handelsprivilegien. In Lübeck, dem Haupt der Hanse, laufen die Fäden zusammen. Ein Netzwerk des Geldes. Die alten Salzspeicher an der Trave und das Holstentor zeugen von Macht und Mammon. Lübeck hatte einen kometenhaften Aufstieg, weil aufgrund seiner Lage der gesamte Handelsverkehr zwischen Ost- und Westeuropa über diese Stadt laufen musste. Lübeck war die erste deutsche Stadtgründung an der Ostsee. Verbunden mit den damaligen Welthandelsplätzen im Osten Gotland und Novgorod, gen Westen Flandern und London, gen Süden Köln-Nürnberg bis nach Venedig. Lübeck saß wie eine Spinne im Netz. Wittenborgs Heimatstadt bot mit ihren Verbindungen zum Meer und Binnenland extreme Vorteile. Das erkannte schon der legendäre Sachsenherzog Heinrich der Löwe, der die Stadt im 12. Jahrhundert in Besitz nahm und mit weitgehenden Rechten und Freiheiten ausstattete. Lübeck wurde zur Boomtown. Immer mehr Kaufleute, immer mehr Städte schlossen sich dem mächtigen Bündnis an. Die Gründung Lübecks war im Grunde genommen der Startschuss für die Geschichte der Hanse. Denn mit dieser deutschrechtlichen Stadt hatten die niederdeutschen Kaufleute ihren ersten Hafen an der Ostsee, wo sie nach eigenem Recht leben konnten. Und sie blieben dabei nahezu unbehelligt. Die deutschen Kaiser beschäftigten sich mehr mit Italien und dem Papsttum.
Ideale Bedingungen also, damit sich die Hanse als heimliche Macht entwickeln konnte. Zusammengeschlossen zu einem einzigen Zweck: Profit. Hermann Wittenborg kennt die Spielregeln. Er muss das durch den Überfall verlorene Salz teuer bei einem anderen Händler erwerben, damit er seinen guten Namen behalten kann. Ich bin euch zu Dank verpflichtet, obwohl euer Salz teurer als Gold ist. System weiß es gut. Ja. Aber dafür kann er liefern, seine Verträge einhalten. Ehre in Gelofen, Ehre und Glaubwürdigkeit ist der Grundsatz der hansischen Kaufleute, das Fundament ihrer Geschäfte. Auf die Kaufmannsehre. Zum Abschluss des Handels gibt es für alle einen kräftigen Schluck aus der eigenen Brauerei. Und merkt ihr, mein Junge, ein ehrenwerter Kaufmann bricht niemals sein Wort. Johann soll einmal die Geschäfte übernehmen. So entstehen in den Hansestädten Kaufmannsdynastien, Patrizierfamilien, die Herren der Hanse. Damit Hermann Wittenborg bei all den Transaktionen auch nach zwei Bechern nicht den Überblick verliert, trägt er die Vorgänge in ein Handelsbuch ein. Das Handelsbuch, das sein Sohn Johann weiterführte, ist im Original erhalten. Hüter dieses Schatzes ist der Lübecker Historiker Rolf Hammel-Kieso. Er versucht, das Puzzle vom Aufstieg und rätselhaften Fall des Johann Wittenborg zu entschlüsseln. Seine Geschäfte sind hier auf Schilling und Pfennig vermerkt. Die Erledigten durchgestrichen. Von geschätzten 20.000 Rechnungsbüchern des Mittelalters sind nur 20 erhalten. Das älteste ist das der Wittenborgs. Der Grund für den Sensationsfund? Das Buch wurde zu Johanns Lebzeiten vom Rat beschlagnahmt. Was war faul im Fall Wittenborg? Anno 1320 wird Johann Wittenborg in der Johannesstraße 9 in Lübeck geboren. Aber das Haus steht nicht mehr. Am Palmsonntag 1942 zerstören britische Bomber die ältesten Teile der Stadt. Neben Wittenborgs Geburtshaus auch die Marienkirche. 2010 bietet sich den Archäologen der Hanse eine einmalige Chance. Ein Schulgebäude aus den 1960er Jahren wird im Zentrum Lübecks abgerissen. Darunter finden sich wie in einer Zeitkapsel verwahrt die Fundamente des alten Stadtviertels aus dem Mittelalter. Es ist die größte Grabung zur Geschichte der Hanse. Eine Fläche von 9000 Quadratmetern wird bis zur letzten Ecke untersucht. Über 3 Meter tief. Die Wissenschaftler dringen in Fundschichten des 12. Jahrhunderts vor. Ein Drainagegraben. Die Entwässerung hielt die Häuser trocken und sauber. Lübecks Abwassersystem, die Trennung zwischen Schmutz und Trinkwasser, war ein Quantensprung im Mittelalter. Zeugnis von Fortschritt und Reichtum der Hansestadt. Doch das Schönste für Archäologen sind Kloaken. Das Team um Professor Manfred Gläser gräbt hier besonders gern, denn im modrig feuchten Milieu erhalten sich viele Funde. Wie diese Ledersohle. Den Schuh dazu trug einer der ersten Siedler, denn... Wir befinden uns hier mitten im Gründungsviertel, das heißt also dem Bereich, den die ersten Kolonisten 1143 antrafen. Also hier ist wirklich die Keimzelle der Hanse. Hier hat sich der spätere mächtige Hansebund gegründet. Hier sind die ersten Siedler eingetroffen und haben begonnen, ihre Häuser zu bauen. Und deren Grundrisse und Baustrukturen, sogar ganze Straßenzüge, werden wieder sichtbar. Die Keller, wo die Waren lagerten, bergen eine Überraschung. Die Fußbodenplatten sind aus Kalkstein, von der heute schwedischen Insel Gotland, nicht aus dem nahen Segeberg. Schiffe waren damals das billigere Transportmittel. Und die versorgten die wohlhabenden Bürger der Hansestädte. Ein regelrechter Bauboom setzte ein. Steinreich war man im Mittelalter, wenn man sich Steingebäude leisten konnte. Gotländer Stein wurde auch beim Bau der Lübecker Marienkirche verwendet. Selbst für den Mörtel.
das höchste Backsteingewölbe der Welt, nimmt es mit den Kathedralen Frankreichs auf. Ein stolzes Symbol städtischer Freiheit. Die psychologische Wirkung der Marienkirche für die Bürger der damaligen Zeit muss ungeheuerlich gewesen sein. Die normalen Menschen waren Holzhäuser gewohnt, höchstens Fachwerkgebäude, und kamen nun in einen riesigen steingebauten Raum. Das alles muss einen Eindruck gemacht haben, den wir heute nicht beschreiben können. Die Kirche der Kaufleute, eine Kathedrale des Reichtums. In diesen Stühlen saßen die Ratsherren. Und hier wurde Johann Wittenborg getauft. In den Taufstein passen 406 Liter, exakt so viel wie in ein hansisches Bierfass. Genau über den Plätzen der Ratsherren befindet sich noch heute ein höchst geheimer Raum. Hinter den mit 7 Schlössern gesicherten Türen liegt die Trese, der Tresor der Stadt. Hier verwahrte der Rat seine Urkunden, einmal sogar die dänische Krone als Pfand. Seine Finanzkraft verlieh dem Kaufmanns- und Städtebund auch politischen Einfluss. Ihr weites Handelsnetz hatte die Hanse stark gemacht. Johann Wittenborg wird vom Vater früh in die weite Welt geschickt. Kommt her, der feine Kaufmannssohn! Hör doch mal wieder die Fische! So was anderes kommt er ja auch nicht! Eine harte Schule für die jungen Hanse-Kaufleute. Doch die gehörten zu einer Elite, die zusammenhielt. Hier, nehmt und trinkt. Dann wird's euch besser gehen. Sie lernten Schreiben, Rechnen und Sprachen. Und den Umgang mit der Waffe. Achtet nicht auf die anderen. Sie wissen es nicht besser. Danke. Ihr seid sehr freundlich, Herr Warendorp. Brun Warendorp. Johann Wittenborg. So beginnt eine Freundschaft, die auch später in schwierigen Zeiten halten wird. Doch erst einmal wartet das große Abenteuer Gotland auf die beiden. Die Insel mitten in der Ostsee ist das Drehkreuz für den lukrativen Umschlag des Fernhandels von Ost nach West und umgekehrt. Die beiden Lübecker Jungkaufleute sind genau am richtigen Platz. Die alte Hansestadt Visby mit ihren 48 Wehrtürmen ist ein Zentrum der Globalisierung. Die deutschen Kaufleute haben Handelsprivilegien und eigenes Recht. Besonders lohnend ist der Kontakt nach Osten zu den begehrten Pelzen aus Russland. Das gefällt den dänischen Konkurrenten gar nicht, wie auch Johann Wittenborg bald spürt. Neben dem deutschen Viertel in einer Kaschemme. Wein aus Köln und lübsches Bier fließen in Strömen. Man vergnügt sich. Die kleinen Freuden des Lebens in der Fremde. Auch die beiden jungen Lübecker haben sich inzwischen an die raue Männergesellschaft gewöhnt. Doch Brun Warendorp hat an diesem Abend keine gute Nachricht für seinen Freund. Johann! Johann, ich muss euch sprechen! Brun, seid ihr des Wahnsinns? Johann! Es ist erzwingend! Euer Vater! Mein Vater wird sehr stolz sein, wenn ich diesen dänischen Halunken hier seine Fälle abknallen. Johann, euer Vater ist vor 4 Tagen verstorben. Ein Bote brachte mir die Nachricht. Gerade 17-jährig verliert Johann seinen Vater. Jetzt muss er in die Verantwortung. Eigenständig die Geschäfte auch mit den 4 Auslandskontoren führen. Den wichtigsten Außenposten der Hanse. Mit eigenem Recht. Im Osten das russische Nowgorod, das Tor zu Pelzen und Wachs. Und Importeur für viele Luxusgüter. Bergen ganz im Norden. In der spektakulären Fjordlandschaft Norwegens lag das Kontor Tyske Bryggen, noch heute die Deutsche Brücke genannt. Stockfisch war der Verkaufsschlager aus Bergen, der die Händler auf manches verzichten ließ. Nur Männer durften in dem Kontor leben.
In Spitzenzeiten arbeiteten dort bis zu 2000 deutsche Kaufleute, meistens Junggesellen. Auch in London, direkt an der Themse, besaß die Hanse ein streng organisiertes Kontor. Ein Außenposten mitten im Zentrum der Macht, in der Nähe des Towers. Frauen war der Zutritt verboten. Mit Wolle und Wein machten die deutschen Kaufleute hier ihre Geschäfte, privilegiert vom englischen König. Das finanzkräftigste der vier Hansekontore war Brügge in Flandern. Der starke Hansebund konnte auch hier enorme Vorteile für seine Mitglieder aushandeln. Brügge hatte die erste Wall Street der Welt. Vor dem Sitz der Familie Börse wurden Geld und Anleihen gehandelt, der Geburtsort der heutigen Börse. Das prächtige Haus der Osterlinge. So wurden die Hansen genannt, die Deutschen aus dem Osten. Die Hansekaufleute verdienten insbesondere eben im Austausch über den Fernhandel sehr stark. Sie konnten also Waren relativ kostengünstig, meistens Massenwaren, aus dem Ostseeraum exportieren und bekamen im Gegenzug dafür Luxusgüter aus dem Westen, zum Beispiel Tuche aus Flandern. Und hier lag die Gewinnspanne relativ hoch. Man hat also ausgerechnet, was war der Gewinn eines solchen Geschäftes. Man kommt also auf Erträge von 15-20% bei den einzelnen Geschäften. Der Fernhandel machte Wittenborgs Heimat Lübeck reich. Im Schatten der Marienkirche tauchen immer mehr Funde auf. Aus dem Imperium der Kaufleute. Eine Perlenkette aus spanischem Granat, venezianische Gläser, ein holländischer Teller mit deftigem Motiv, gefunden in den Kloaken des Gründerviertels. Die Lübecker Kloaken sind die Schatzgruben der Lübecker Archäologie. Es gibt nirgendwo so viele Kloaken, so große Kloaken, so fundreiche Kloaken. Mit den Funden aus den Kloaken können wir den mittelalterlichen Alltag rekonstruieren. Wir können sagen, wie haben die Leute gelebt, was haben sie gegessen, was haben sie angezogen, womit haben sie gespielt. Und sie beweisen, die Hanse war ein Global Player. Bernsteinfunde, das Gold der Ostsee. Das Rohmaterial wurde hier zu Perlen veredelt. Luxusartikel wie Rosenkränze aus Bernstein waren im frommen Mittelalter der Bestseller in ganz Europa. Bernstein kam vor allem von der Samlandküste. Das lukrative Monopol für die Gewinnung sicherte sich der Deutsche Ritterorden. Mit Feuer und Schwert missionierte er das Volk der Prussen. Das eroberte Land, das spätere Preußen, ist für die Hanse als neuer Markt hochinteressant. Die Marienburg im heutigen Polen, der Hauptsitz des Deutschen Ordens. Von hier aus kontrollierte er den Warenhandel an Weichsel und Memel. Das Gebiet war bald eine Kornkammer für den gesamten Hanseraum. Aus den Kreuzrittern wurden mit der Zeit Geschäftsleute. Die Eroberung und Kolonisierung Preußens war ein Glücksfall für die Hanse, sagt der Hamburger Professor Jürgen Sarnowski. Das Erfolgsmodell bekam einen neuen Schub. Auf den Schiffen der Hanse werden Waren, Waffen und Siedler transportiert. Die Eroberung Preußens durch den Deutschen Orden, die Entstehung des Ordenslandes und vor allem die Entstehung eines Städtenetzes in Preußen schuf einen großen neuen Wirtschaftsraum, der eine wichtige Bedeutung für die Hanse erlangte. Bier von der Wittenborgschen Brauerei wird zu einem Exportschlager ins Land der Ordensritter. Auch Tuche aus Brügge und Stockfisch aus Bergen. Denn aufgrund des kirchlichen Fastengebots gibt es an rund 160 Tagen im Jahr Fisch. Bezahlt werden die Waren mit Bernstein. Auch das Handelshaus Wittenborg expandiert dank des neuen Wirtschaftsraums an der Weichsel. Die Geschäftsverbindungen zwischen den Ordensrittern und Lübeck laufen glänzend. Wittenborg zählt jetzt zu den Herren der Hanse. Nun fehlt nur noch eine standesgemäße Braut.
Nichts leichter als das für den Aufsteiger. Der junge Wittenborg heiratet Elisabeth von Bardewig, Tochter eines Ratsherrn, und erhält damit Zutritt in die politische Elite. Mit gerade einmal 30 wird er Ratsherr. Aber Wittenborg will mehr und kommt wenige Jahre später für eine der machtvollsten Positionen Europas in Frage. Johann Wittenborg, nehmt ihr die Wahl zum Bürgermeister der Stadt Lübeck an? Ich nehme sie an. Und schwört ihr bei Gott, unserer Stadt und dem hier anwesenden Rat stets treu zu dienen? Ich schwöre. Johann Wittenborg, somit ernenne ich euch hiermit zum Bürgermeister der Stadt Lübeck. Der Lübecker Bürgermeister war einer der angesehensten Männer seiner Zeit. Erster Gratulant ist der Freund aus Gutländertagen, Brun Warendorf. Bürgermeister Wittenborg, meine aufrichtige Anerkennung. Ich danke euch, mein treuer Freund. Möge euch Gott die Kraft für alle Prüfungen geben. Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Brun Warendorf soll mit seiner Vorahnung Recht behalten. Der Reichtum der Kaufleute weckt Begehrlichkeiten und ruft einen König auf den Plan, der fette Beute machen will. König Waldemar von Dänemark möchte sein Land zu einstiger Größe führen und die Privilegien der Hanse kappen. Mit einer starken Flotte rüstet er für die Rückeroberung dänischer Ansprüche. Seine Landsleute nennen ihn Atterdag. Über die Herkunft dieses Beinamen Atterdag wissen wir gar nicht so genau Bescheid. Es gibt Vermutungen, dass Atterdag auf Dänisch so viel wie was für ein Tag oder was für ein neuer Tag bedeutet. Das heißt also, was für eine neue Zeit bricht heran mit dem Machtantritt Waldemars. Waldemar Atterdag fordert die Hanse heraus. Der Dänenkönig hat es auf das strategisch wichtige Gotland abgesehen. Mit seiner größten Stadt und Mitglied im Hanseverbund Visby. Wer die Insel kontrolliert, kontrolliert auch den Handel mit dem Osten und hat Zugriff auf die Silberschätze von Gotland. Die Lage der Hanse spitzt sich dramatisch zu. Und jetzt kommt alles auf die Anführer der beiden Kriegsgegner an. Herr Wittenborg. Ja, im Gutland erreicht, mein König. Waldemar hat im Morgengrauen Gutland erreicht. Waldemar, auf diesen Moment hat Dänemark lange warten müssen. Er wird es nicht wagen, Visby anzugreifen. Wenn wir Visby angreifen, dann bedeutet es Krieg. Das wird die Hanse niemals zulassen. Na, ihr kennt ihn nicht. Was seid ihr für ein Ritter? Habt Angst vor Krämern. Bringt mir mein Schwert. Mein König. Waldemar trifft mit seinem bis an die Zähne bewaffneten Söldnerheer auf das hastig zusammengewürfelte Aufgebot der Gotländer. 2000 Bauern fallen vor den verschlossenen Toren der Stadt Visby. Am Ort der Schlacht erinnert das Waldemarkreuz an das Blutbad von 1361. Ebenso wie diese Schädel der Opfer. Vor dem Südtor werden seit 1905 Massengräber freigelegt. Die Fotos der Ausgrabungen zeigen das fürchterliche Ausmaß des Gemetzels. Heute werden die alten Knochen im Labor der Universität Visby neu untersucht. Sie offenbaren, wer sich dem dänischen König in den Weg stellte. Da waren zu viele ganz junge Menschen dabei und viele Alte. Auch Verkrüppelte mit schweren Erkrankungen im Rücken,
in den Armen und Beinen, wie wir festgestellt haben. Jeder scheint gekommen zu sein, um die Invasion der Dänen zu stoppen. Jeder, nur die reiche Stadtbevölkerung nicht. Die Einwohner von Visby beobachten mitleidslos von den Zinnen aus die Schlacht ihrer Landsleute. Sie kommen mit der Kapitulation davon, retten so ihr Leben und die alte Hansestadt vor Brandschatzung und Vernichtung. Der siegreiche Dänenkönig fordert einen hohen Tribut. 3 große Tonnen mussten die Visbyer Bürger mit Gold und Silber füllen, so berichtet die Überlieferung. Waldemar machte Dänemark wieder stark. Doch zu welchem Preis? Mit der Eroberung Gotlands und der Einnahme Visbys, einer der ältesten Hansestädte, war für die Hanse das Fass übergelaufen. Visby gefallen, die Dänen auf dem strategisch wichtigen Punkt. Ein genau austariertes Netzwerk ist empfindlich gestört. Jetzt darf die Hanse keine Schwäche zeigen. Das ist die Stunde des Bürgermeisters Johann Wittenborg. Der Kaufmann wird zum Krieger. Meine Herren, wir sind uns alle der Lage bewusst. Es gibt keine Alternativen. Euer Mut ehrt euch, Wittenborg. Aber zuerst sind wir Kaufleute und keine geübten Krieger. Gotland war nur der Anfang. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird Waldemar dafür sorgen, dass wir bald nicht mehr handeln können. Selbst wenn ihr recht hättet, ein Krieg ist aber teuer. Und wer soll das bezahlen? Die Dänen. Und zwar jede Mark, die wir aufwenden, doppelt und dreifach. Bei Gott, das schwöre ich. Die Hansestädte führten sehr ungern Krieg, weil Krieg in zweierlei Hinsicht eine Störung bedeutete. Krieg störte den Handel, die normalen Handelsrouten konnten nicht mehr befahren werden. Und zum anderen verursachte er erhebliche Kosten. Schon die Ausrüstung von sogenannten Friedensschiffen schlug immer mit erheblichen Summen zu Buche. Doch Wittenborg setzt sich durch. Die Hansestädte rüsten mit Bürgern und Söldnern eine Flotte aus. 27 Koggen und fast 3000 Mann stehen unter dem Befehl des Lübecker Bürgermeisters. Brun Warendorp ist einer der Truppenführer. Ende April 1362 nimmt die Flotte Kurs auf Helsingborg. Mit der Festung an der heute schwedischen Küste kontrolliert Waldemar das Nadelöhr zwischen Ostsee und Nordsee. Sie wird zum Ort der Entscheidungsschlacht, Bürger gegen König. Der mächtige Burgturm mit seinen meterdicken Mauern ragt noch heute hoch über den Öresund. Von hier schaut man auf die enge Durchfahrt und das gegenüberliegende dänische Helsingør. Wittenborg gelingt es, schwere Belagerungsmaschinen auf feindlichem Gebiet auszuladen. Die Bliden. Durch Treträder werden die Wunderwaffen des Mittelalters gespannt. Die Munition, 30 Kilo schwere Steine, die bis zu 300 Meter weit geschleudert werden können. Die Hanse belagert 12 Wochen die dänische Feste. Und dann macht der Lübecker Wittenborg den entscheidenden Fehler. Er beordert immer mehr Soldaten von den Schiffen an Land und sucht so die Entscheidung. Waldemar als kriegserfahrener dänischer Monarch erkennt sofort seine Chance, packt zu und greift die hansische Flotte in der Ostsee an. König Waldemar lauert schon seit Tagen mit seiner Flotte in einem der verwinkelten Fjorde. In der Nacht kann er sich heimlich nähern. Auf den Hanseschiffen ist nur eine Restbesatzung als Wachmannschaft zurückgeblieben. Ein schwerer taktischer Fehler des deutschen Kommandanten. Die Besatzung ist sorglos. Den Feind wähnt man hinter dicken Mauern. Im Handstreich erobert Waldemar 12 Koggen. Die Gefangenen werden als Geiseln genommen. Der Krieg gegen Dänemark ist verloren. In der Festung Helsingborg kommt es zur bislang schwersten Stunde für den stolzen Bürgermeister.
Er muss kapitulieren. Bürger, Söldner und mehrere Ratsherren sind in dänischer Hand. Der siegreiche König diktiert die Bedingungen. Wittenborg muss dem Waffenstillstand zustimmen, um mit dem Rest seiner Flotte und den Gefangenen nach Lübeck zurückkehren zu können. Der Waffenstillstand wird teuer erkauft. Mit dem Siegel akzeptiert er astronomisch hohe Lösegeldforderungen. Und das mögen Kaufleute gar nicht. Es ist die bis dahin schwerste Niederlage des so erfolgreichen Hansebundes. Die Kapitulation besiegelt auch das Schicksal des Johann Wittenborg. Krämer besiegen keine Könige. Das direkte Aufeinandertreffen der beiden mächtigsten Männer des Nordens hier in der Königsfeste wird für den Bürgermeister Lübecks zu einer Demütigung. Die Auswirkungen der Niederlage für die Hanse waren natürlich enorm. Sie mussten für die Gefangenen ein horrendes Lösegeld zahlen. Sie hatten einen enormen Ansehensverlust. Zum anderen waren die Probleme, die zum Krieg geführt hatten, ungelöst. Die Situation in Schonen, wie eben auf Gutland, hatte sich damit nicht verbessert. Durch den Triumph der Dänen sind die Profite der Hanse weiterhin gestört. Bei der Rückkehr der besiegten Männer nach Lübeck passiert etwas Merkwürdiges. Wittenborg wird in Ketten gelegt, ohne Nennung von Gründen und Anklagepunkten. Sein treuer Freund Brun Warendorp ist fassungslos. Warum? Niemand erfährt die Begründung für die Verhaftung. Der Rat ist eine Mauer des Schweigens. Wittenborg wird handstreichartig zum Tode verurteilt. Ein mittelalterlicher Krimi. Die Hinrichtung von Johann Wittenborg nach seiner Rückkehr nach Lübeck ist eigentlich etwas Ungewöhnliches. Mittelalterliche Heerführer wurden in der Regel nicht mit dem Tode bestraft, wenn sie eine Niederlage erlitten hatten. Wir können also vermuten, dass hier andere Ursachen dahinterstehen. Wenn es nicht um das militärische Versagen ging, worum dann? Das Handelsbuch von Johann Wittenborg. Es ist nur erhalten, weil der Rat es damals konfiszierte. Aber warum? Gibt es Anhaltspunkte für die mysteriöse Hinrichtung? Zwei Blätter wurden feinsäuberlich herausgetrennt. Zu dem betreffenden Zeitraum fehlen auch die Seiten im Lübecker Stadtbuch. Wir wissen nicht, wer das Beweismaterial vernichtet hat, ob er selber oder Mitwisser im Rat. Auf jeden Fall steht fest, dass etwas ganz Gravierendes passiert sein muss, aufgrund dessen er dann hingerichtet wurde. Und das könnte im Handelsbuch entlarvt werden. Eindeutig ist der Fall bis heute nicht gelöst. Doch es gibt Indizien. Verschleierte Gewinne bei Kreditgeschäften. Statt der üblichen 6% hat Wittenborg bis zu 35% Zins verlangt. Macht das ein ehrbarer Kaufmann? Mit diesen Wucherzinsen verstieß er gegen den Ehrenkodex der Kaufmannschaft. Auf Wucher stand kirchlicherseits die Todesstrafe. Die Kirche könnte auch direkt verwickelt gewesen sein. Es gibt Hinweise, dass Wittenborg die enge Treppe hinauf zur Trese der Marienkirche nicht nur erklomm, um Papiere des Rats sicher zu verwahren. Er soll sich als Provisor an Kirchengeldern bereichert haben. Ein Kapitalverbrechen im hochreligiösen Mittelalter, das auf keinen Fall bekannt werden durfte. Das ganze Netzwerk der hansischen Kaufmannschaft wäre gefährdet. Sollte Wittenborg tatsächlich in das Kirchenvermögen gegriffen haben, war dies ein ganz schwerer Verstoß gegen die moralischen Vorstellungen oder auch den Ehrenkodex mittelalterlicher Kaufleute. Ihr Handel beruhte ja gerade auf gegenseitigem Vertrauen.
Ehre und Gelove, Ehre und Glaubwürdigkeit war das Fundament der Hanse-Geschäfte. Auf die Kaufmannsehre. Wer dagegen verstieß, wurde geächtet und war nicht mehr kreditwürdig. Und merkt ihr, mein Junge, ein ehrenwerter Kaufmann bricht niemals sein Wort. Und gar ein Bürgermeister, der sich Wucher und Unterschlagungen schuldig machte. Das durfte nicht nach außen dringen. Der Verdacht liegt nahe, dass es ein politisches Urteil war. Ohne offizielle Begründung wird Bürgermeister Wittenborg 1363 auf dem Markt zu Lübeck öffentlich enthauptet. Bron Warendorp ist in seiner schwersten Stunde bei ihm. Kümmert euch um meine Familie. Mein treuer Freund. Wittenborg hinterlässt seine Frau Elisabeth und 6 Kinder. Der alte Gefährte bekommt noch einen Auftrag. Kümmert euch um Waldemar. Diesen letzten Wunsch wird Brun ihm erfüllen. Seine Frau Elisabeth wird über den Tod hinaus zu ihm halten. Als man ihm ein ehrenvolles Grab verwehrt, wird sie sich neben ihm bestatten lassen. Das Schicksal will es, dass der Freund aus Jugendtagen sich nicht nur um Johanns Familie kümmert. Als neuer Bürgermeister wird er zum Kommandanten des sogenannten Zweiten Waldemarkrieges ernannt. Kann er Rache nehmen für den unglücklichen Freund? In Köln vereinbaren die Hansestädter einen Pfundzoll zur besseren Finanzierung des erneuten Krieges. Hinter diesen Fenstern des Rathauses wird beschlossen, das Problem Waldemar endgültig zu lösen. Und diesmal steht die Koalition der Dänengegner zu ihrem Wort. Denn alle leiden unter den Überfällen des maßlosen Dänenkönigs auf ihre Handelsschiffe. Brun Warendorp hat vermutlich die ersten Feuerwaffen an Bord seiner Kriegsflotte. Die reiche Hanse konnte sich diese neuen Hightech-Waffen des Mittelalters leisten. Dänemark wird eingenommen. Letztes Ziel ist Helsingborg, das Nadelöhr zur Nordsee. Diesmal ergibt sich die Festung der Übermacht. Der Bürger siegt über den König. Das Imperium des Geldes konnte am Ende mehr Ressourcen mobilisieren als der Monarch. Doch der Sieg kostet Brun Warendorp das Leben. Hier in der Marienkirche ist er bestattet. In den letzten Kriegstagen war er vor Helsingborg gefallen. Mit dem Sieg über Waldemar hatte die Hanse einen der mächtigsten Könige in Europa niedergerungen, stand also politisch gesehen im Zenit ihrer Macht. In der Hansestadt Stralsund, im Rathaus mit der prächtigen Fassade, manifestiert sich der Triumph der Krämer, die Waldemar Atterdag so verspottet hatte. Im Frieden von Stralsund erhielt die Hanse ihre Privilegien zurück und ein Mitspracherecht bei der Nachfolge auf den dänischen Thron. Ein Dokument, das in 2 Kriegen teuer erkauft wurde, das 2 Lübecker Bürgermeister das Leben kostete, das aber den Städtebund zur Großmacht in Nordeuropa erhob. Der Vertrag von Stralsund, besiegelt von den Fürsten und Städten, gilt als Höhepunkt in der Geschichte der Hanse. Ein Friedensvertrag zwischen einem Königreich und dem aufkommenden Bürgertum. Hier stehen sich also zum ersten Mal die Einwohner, die Bürger von Städten, nahezu gleichberechtigt Königen gegenüber. Als kurz danach Kaiser Karl IV. Lübeck besucht, spricht er die fast erschrockenen Ratsmänner mit ihr Herren an. Das gab es noch nie. 600 Jahre später findet ein Baggerfahrer im Erdreich Lübecks einen Schatz mit tausenden Gold- und Silbermünzen in verschiedenen Währungen.
Es war nur die Wechselkasse eines Kaufmanns. Der freie Handel über die Meere hat die Hanse über Jahrhunderte einzigartig gemacht und reich. 500 Jahre prägte sie Europa. Sogar der englische König verpfändete seine Krone einem Hansekaufmann aus Dortmund. Was war ihr Geheimnis? Das Besondere an der Hanse war, dass sich zwar nie feste Strukturen entwickelten, also keine feste Leitung, kein fester Sitz, keine Verfassung, keine gemeinsamen Einnahmen, selbst kein gemeinsames Siegel, dass trotzdem aber immer wieder gemeinsam gehandelt wurde, dass man also in der Lage war, die Rechte der Kaufleute quer über Europa erfolgreich durchzusetzen. Aus einer losen Schar von Fernhändlern war sie entstanden, die Kaufmanns- und Städtehanse. Zum ersten Mal agierten deutsche Kaufleute nach außen als eine einheitliche Gemeinschaft. Das machte sie stark, auch gegenüber Kaisern und Königen. Über Grenzen hinweg, mit eigenem Recht. Eine Art europäische Wirtschaftsgemeinschaft, deren Mitglieder zum gegenseitigen Nutzen kooperierten. Eine Win-Win-Situation. Unerbittlich, aber auch visionär. Die Hanse war ein Wirtschaftsimperium, das Europa prägte. Von Lübeck aus eroberte das Kaufmannsimperium ganz Nordeuropa. Doch es bewies Augenmaß. Nicht um Territorialgewinne ging es dem Städtebund, sondern um Handel in Frieden. War die Hanse ein Wegbereiter für das heutige Europa? Die Hanse war sicherlich in gewisser Hinsicht ein Vorbild für die Europäische Union, insofern hier eben über große Strukturen Dinge gemeinschaftlich organisiert waren. Ihre Geburtsstätte lag auf der Ostsee. Ihr größter Propagandakuh war der gemeinsame Name, den sie sich gab. Die Dudische Hänse, die Deutsche Hanse. Mit einer gewaltigen Kriegsflotte zieht die Hanse im 14. Jahrhundert gegen den König von Dänemark. Nach einjähriger Belagerung der Festung Helsingborg triumphieren die deutschen Kaufleute über den Monarchen, der ihren freien Handel bedroht hatte. Die Hansestädte schufen ein Netzwerk von Russland bis Spanien, von Venedig bis Island. Ihre Koggen eroberten die Welt. Das Bündnis der Kaufleute wurde zu einer ökonomischen Supermacht. In dieser Zeit ungeahnter Chancen lebt Hildebrand Weckinghusen. Die Gier nach immer höheren Gewinnen lässt nicht nur ihn enorme Risiken eingehen. Dazu kommt der Fluch der Ostsee, Piraten. Das Imperium der Hanse steht an einem Scheideweg. Der Hafen von Reval. Die Hansestadt ist ein Außenposten weit im Osten des mächtigen Wirtschaftsimperiums. Der 11-jährige Kaufmannssohn Hildebrand Weckinghusen wird zu Verwandten geschickt, die in Livland gut gehende Handelshäuser betreiben. Hey, das ist 11, werden weg. Doch erst einmal lernt er das nächtliche Hafenleben kennen. Leichte Mädchen und wie in einem bösen Traum. Junger Freund, die tun euch nichts mehr. Wer waren diese Menschen? Piraten, der Abschaum der Meere. Piraten? Ja, böse Menschen, denen man mit einer Axt den Kopf abgeschlagen hat. Ich würde euch gerne ihre Geschichten erzählen, aber jetzt kommt mal. Der Hafen ist des Nachts kein Ort für einen Jüngling wie euch. Nicht, dass ihr sind. Piraten, das wird dem jungen Weckinghusen schnell klar, sind neben den Unwettern die größte Gefahr auf See.
Durch die reichen Warenströme der Hanse werden sie angezogen wie Haie von frischem Blut. Ein gewisser Klaus Störtebeker ist der Schrecken der Meere. Unzählige Geschichten und Mythen ranken sich um ihn und seine wilden Gesellen. Die Freibeuter nehmen sich einfach ein Stück vom Kuchen der prosperierenden Hanse. Um 1400 war aus dem losen Bund von Kaufleuten ein Handelsimperium geworden, das Nordeuropa beherrschte. Lübeck, die Keimzelle der Hanse, wurde zur Boomtown. Nur 200 Jahre nach ihrer Gründung war sie nach Köln die zweitgrößte Stadt des Deutschen Reichs. Hildebrand Weckinghusens Bruder Sievert lässt sich hier nieder. Von Lübeck aus agiert er grenzübergreifend. Mit Reval, dem heutigen Tallinn in Estland, machen die Brüder aus feiner Ratsherrenfamilie gute Geschäfte. Über ihr Leben wissen wir bestens Bescheid. Der Grund liegt hier, im Stadtarchiv Tallinn. Vor über 100 Jahren machte ein neugieriger Professor eine sensationelle Entdeckung. Eine alte Kiste, gefüllt mit Pfeffer. Doch viel wertvoller ist, was darunter zum Vorschein kommt. Briefe von Hildebrand Weckinghusen. Ein ganzes Bündel. Der Fund dieses Archivs von Hildebrand Weckinghusen war wie ein Schatzfund. Es öffnet sich also hier eine neue Perspektive in die Vergangenheit, gerade in das alltägliche Leben dieses hansischen Kaufmanns. Es war ein Glücksfund. Der Schriftwechsel ist eine Goldgrube. Er umfasst 11 Geschäftsbücher und 550 Briefe von Hildebrand, seinem Bruder Sievert und seiner Frau. Sie öffnen ein Fenster in die Zeit der Hanse. Das Leben von Hildebrand liegt vor uns aufgeblättert. Sein Privatleben, seine Ideen, seine Geschäfte. Die betreibt er inzwischen von Brügge aus, dem reichen Hansekontor in Flandern. Die beiden Brüder arbeiten Hand in Hand. Noch. Hierher hat es euch also verschlagen, mein Bruder, gar fern bei Heimat. Heimat, Sievert, ist dort, wo man Geld verdient. Das wisst ihr doch ganz genau. Und das kann man hier in Brügge? Oh ja, mein Lieber. Hildebrand Weckinghusen war am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Brügge war der Welthandelsmarkt des Mittelalters. Als eines der 4 Kontore der Hanse war es für die deutschen Händler das Tor nach Venedig und in den Orient. Geld regierte die Stadt. Die Börse wurde hier vor über 700 Jahren erfunden. Das Haus der Familie Börse steht noch heute. Von Brügges Kanälen aus gingen die begehrten feinen Tuche in die Welt. Der Exportschlager Flanderns wurde nach Lissabon ebenso verkauft wie an die Höfe der Bojaren in Russland. Auch an einem Kanal gelegen das Zollhaus. Die Hansen hatten besonders günstige Zolltarife, der Erfolg des gemeinsamen Auftretens als deutsche Hanse. Aus Weckinghusens Aufzeichnungen geht hervor, dass er mit über 1000 Partnern im Hanse-Netzwerk Geschäfte machte. Doch die waren bedroht. Piraten, der Fluch der Meere. Großer Kahn! Ganz großer Kahn! Immer öfter überfallen Freibeuter die Hanseschiffe. Der Osthandel kommt fast zum Erliegen. Das höchste Gut der Hanse ist in Gefahr. Sichere Seewege und freier, ungestörter Handel. Die entscheidende Voraussetzung für prächtige Gewinne. Piraten entern ein Schiff mit Waren von Hildebrand Weckinghusen von Riga aus auf dem Weg nach Brügge. An Bord verteidigen schwer bewaffnete Söldner die wertvolle Fracht. Am Ende triumphieren wieder einmal die Seeräuber, von denen einer unsterblich wird. Klaus Störtebeker. Das soll sein Schädel sein. Ein mächtiger Nagel durchbohrt die Trophäe, die Archäologen aus dem Hamburger Hafenschlick zogen.
Dass es sich dabei wirklich um den Störtebeker Schädel handeln könnte, erklärt der Gerichtsmediziner Klaus Püschel so. Das ganz Besondere ist dieses Loch hier oben. Und wenn man das hier betrachtet, der war ja mal aufgenagelt. Und im Bereich des Nagelungsloches gibt es jetzt einige Dinge, die gibt es an keinem anderen Schädel auf der ganzen Welt. Da ist nicht ein Nagel etwa grob durchgehauen worden, sondern man hat dieses Loch geschlagen mit einem scharfen Werkzeug, so rein und den Knochen weggekippt. Und dann hat man den Nagel durchgeschoben, also nicht reingeschlagen. Und eine solche Sonderbehandlung ist keinem anderen Schädel, den wir so aus der Archäologie kennen, zuteil geworden. Von daher sagen wir, den wollte man dort ganz besonders lange ausstellen. Um abzuschrecken. Der gefürchtete Störtebeker sollte möglichst über Jahre vom Galgen schauen. Die Vitalienbrüder, wie die Piraten genannt wurden, waren seefahrerische Profis. Die Vitalienbrüder rekrutieren sich im Wesentlichen auch aus Kreuzfahrern. Und sie sind diejenigen, die mit eigenen Schiffen unterwegs sind. Sowohl, wenn es darum geht, einen Kreuzzug zu bestreiten, als auch dann später sich zu verdingen bei den Fürsten in Nordeuropa, um mit denen zusammen dann neue Kriege zu führen. Sie sind also Kaperfahrer von Natur. Störtebeker und Co. wurden von wechselnden Seiten angeheuert, um politische Ziele auf See durchzusetzen. Ausgestattet mit Kaperbriefen kämpfen die Piraten im Auftrag verschiedener Fürsten. Für den Herzog von Mecklenburg erringen sie einen großen militärischen Erfolg an der schwedischen Küste. Vor Stockholm gelingt es ihnen, einen Belagerungsring zu durchbrechen und frische Nahrung, Viktualien, in die verbündete Stadt zu bringen. Angeblich deshalb werden sie Vitalienbrüder genannt. Nach dem Ende des Krieges war es dann oft so, dass die Seeräuber dann mit ihrer Tätigkeit nicht mehr aufhörten, sondern einfach auf eigene Rechnung den Kampf fortsetzten und damit eben weiterhin die Schifffahrt bedrohten, selbst wenn also formal schon Frieden geschlossen war. Man hatte also gewissermaßen einen Geist aus der Flasche gelassen, den man nicht mehr kontrollieren konnte. Dieser Geist droht Weckinghusen zu ruinieren. Das zweite Schiff, Sievert. Das zweite Schiff schon diesen Monat verloren. Wem sagt ihr das, mein Bruder? Ich muss 10.000 Fälle liefern, weiß nicht woher. Die gesamte Ostsee ist verseucht. Kein einzelnes Schiff wird mehr durchkommen. Wir müssen uns auf magere Jahre einstellen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wir brauchen neue Ideen, Sievert. Neue Ideen? Ihr mit euren neuen Ideen. Ich sag euch was. Wir brauchen einfach jemanden, der etwas gegen die verdammten Piraten unternimmt. Kriege gegen die Piraten waren gefährlich und teuer. Vor allem die enormen Kosten für die Ausrüstung einer Flotte und die Heuer der Söldner scheuten die Räte der Hansestädte. Nicht alle waren gleich stark betroffen. Und so wurde gezaudert und gezögert. Es fehlte die Entschlossenheit und Einigkeit, die die Hanse sonst so stark machte. Lübeck. Hildebrand Weckinghusen ist zu seinem Bruder Sievert gereist. Er heiratet zum zweiten Mal. Nach dem Tod seiner ersten Frau nun die 15-jährige Margarete aus Riga. Eine Geschäftsheirat. Es geht um gute Mitgift und exzellente Kontakte zu livländischen Handelsfamilien. Doch zu seiner Überraschung ist die 20 Jahre jüngere Margarete auch noch hübsch. Es wird eine große Liebe. Wunderbar, das beste Kleid, was ich je angefertigt habe. Eure Dienste sind doch teuer genug, Meister Jonathan. Wenigstens war das Tuch günstig. Die Tuchhändler hatten durch die Vitalienbrüder Absatzprobleme und zu viel Stoff auf Lager. Weckinghusen verstand es, Notlagen auszunutzen. Das erfahren wir auch aus seinen Briefen. Über keinen Bürger des Mittelalters wissen wir mehr als über ihn und seine Familie. Die Briefe zeigen uns auch die überraschend selbstständige Rolle der Frau in der Hanse. Generationen von Forschern haben aus der einmaligen Informationsquelle sogar meteorologische und mathematische Kenntnisse der Zeit herauslesen können. Das System der Hanse wird durch Weckinghusens Aufzeichnungen deutlich.
Typisch für die Hanse war die Freiheit der Städte, die Selbstverantwortlichkeit der Bürger und ihre Mitwirkung an den politischen Prozessen. Die Hanse hat ein wirtschaftliches und kulturelles Fundament für Europa gelegt. Das war neu. Freie Bürger in freien Städten. Ihr loser Zusammenschluss zum gegenseitigen Nutzen, das gemeinsame Auftreten nach außen, das war revolutionär und erfolgreich. Auch ohne Herrscher und ohne eigenes Territorium wurde die Hanse eine Wirtschaftsmacht, wie es sie in Europa noch nicht gegeben hatte. Der Wohlstand der Hansestädte wuchs. Ihre Rathäuser wurden zu Palästen der Bürger. Alles überragend, die Kathedralen der Kaufleute wie die Lübecker Marienkirche. Die Hanse war zweifellos ein Erfolgsmodell. Sie verband erstmalig den Osten und Westen Europas im Handel. Und nicht nur den, sondern eben auch den Süden, also Verbindungen zu Spanien und Italien gab es ja ebenfalls. Die Geschäftsverbindungen ihrer Mitglieder überwanden Landes-, Sprach- und religiöse Grenzen. Der größte Handelsraum der alten Welt. Das Einzige, was zählte, waren höchstmögliche Gewinne. Die Gesichter hinter dem Erfolgsmodell Hanse. Wurden bisher nur christliche Motive, Kaiser und Könige in Öl gemalt, waren die Geldadligen die ersten Normalbürger, die den Hofmalern Modell setzen durften. Neue Gesichter mit neuen Ideen, die etwas Unerhörtes schafften. Die besondere Stellung der Bürger und der Städte war sicherlich etwas Neues in der Geschichte. Seit der Antike hatte es nie eine so starke Stellung der Bürger gegeben, wie eben in der Zeit des 13. bis 15. Jahrhunderts. Weckinghusen ist einer dieser starken Bürger. Er sprüht von neuen Ideen. Trotz oder gerade wegen der Piraten will er weiter expandieren. Und ihr Herren, was haltet ihr von meiner Idee? Ihr wollt also Pilze und Bernstein aus dem Osten direkt nach Venedig verkaufen? So ist es. Ohne Zwischenhändler, die unseren Profit schmälern. Darum geht es doch, meine Herren. Der Seeweg ist unberechenbar, Hildebrand. Wir leben immer noch in unruhigen Zeiten. Nein, nein. Der Seeweg ist doch viel zu lang. Wir nehmen den direkten Weg. Über den Brennerpass. Seid ihr des Wahnsinns? Nur der direkte Weg verspricht uns den größten Profit. Das Risiko ist bedeutend höher. Genau wie der Gewinn. Ein schlagendes Argument, das jeder Hansekaufmann versteht. Seid ihr dabei? Am Ende schließen sich 12 Kaufleute zur venedischen Gesellschaft zusammen. Weckinghusen hat die Zweifler überzeugt. Er hat sie mit den Zauberworten Venedig und Gewinne gelockt. Und so funktioniert seine Rechnung. Er kauft in Novgorod 1000 Zobelpelze im Wert von 730 Mark Lübsch. In Brügge schlägt er 10% Zwischengewinn darauf, macht 24.090 flämische Grot. Auf dem Weg nach Venedig noch mal gut 10%. Das wären dann 900 Mark Lübsch oder 883 venezianische Dukaten. So hatte er satte 20% verdient. Umgerechnet etwa 35.000 Euro Reingewinn. Und er handelte mit Hunderttausenden von Fellen. Die Venezianer konnten sich die Pelze leisten. Jenes Volk pflügt nicht und sät nicht. Und trotzdem ist es das reichste der Welt, hieß es. Denn es erntete auch so. Einmal im Jahr führt eine prachtvolle Prozession durch die Kanäle der Lagunenstadt. Die Parade des Dogen zeigt, der Reichtum kommt vom Handel. Venedigs Schiffe beherrschen das Mittelmeer und die Wege ins Morgenland. Zu Samt und Seide, Weihrauch und Safran. In nur 2 Jahren erreicht das Kapital der venedischen Gesellschaft
einen Zuwachs von 100%. Hildebrand Weckinghusen ist in einem Rausch. Venedig hatte für Weckinghusen und seine Gesellschafter eine sehr große Bedeutung, weil es den Zugang zum Orient eröffnete. Die deutschen Kaufleute konnten dort Gewürze kaufen und kostbare Waren, auch wie Seide, die aus dem Orient kamen und eben speziell auf venezianischen Schiffen dorthin transportiert worden waren. Die Venedig-Idee eröffnete neue Horizonte und vor allem neue Märkte. Der Fernhandel mit den Schätzen des Orients sollte nun auch deutsche Kaufleute reich machen. Die Global Player aus Nordeuropa. Pfeffer wurde im Mittelalter mit Gold aufgewogen. Weckinghusens kühnes Geschäftsmodell ist nicht ohne Risiko. Wo große Gewinne locken, gibt es viele Konkurrenten. Venedig ist ein Haifischbecken. Wir haben also hier sicherlich auch Spekulantentum. Wir haben Leute, die auch vielleicht mit nicht ehrbaren Methoden versuchten, Geld zu machen. Es gibt ja in dieser Zeit auch die ersten Warenfälschungen, dass man also billige Tuche zum Beispiel durch Färben zu anderen teuren Tuchen machte und die versuchte dann weiter zu verkaufen. Also diese Dinge finden wir durchaus schon, auch in der damaligen Zeit. Frisch abgezogen, echter sibirischer Zobel, wunderbar. Weckinghusen kennt die Tricks. Zusammengestückelte Pelze, gepanschter Wein, gefärbte Tuche, verfälschtes Silber. Er muss höllisch aufpassen. Aber es tut mir leid, das ist zu wenig. Dazu gibt es unterschiedliche Währungen, Maße und Gewichte umzurechnen und dabei immer den eigenen Vorteil zu suchen. Hildebrand beherrscht das Spiel um das ganz große Geld. Er verkörpert eine neue Generation der Hansehändler. Extrem risikobereit, mit Gewinnen in Millionenhöhe. Es reicht immer noch nicht. Wenn ihr meine Ware kaufen wollt, dann müsst ihr schon noch etwas dazugeben. Dafür, wenn ihr nicht handelt. Seinem nicht so erfolgreichen Bruder Sievert hilft er finanziell aus der Not. Wenn dann nur nicht die verdammten Piraten wären. Die hatten inzwischen das reiche Visby auf Gotland erobert und kappten die Handelswege der Hanse. Gotland war nach der Einnahme von Stockholm die große Hoffnung der Vitalienbrüder. Sie glaubten nämlich, dort eine territoriale Basis einrichten zu können, auf Dauer. Und dann wären sie tatsächlich zu einer Seemacht aufgestiegen. Aus der altehrwürdigen Hansestadt Visby wird ein Piratennest. Jetzt haben sie die ideale Ausgangsbasis für ihre Kaperfahrten in der gesamten Ostsee. Die Warenströme der Hanse versiegen. Alle Hoffnungen ruhen auf dem deutschen Orden, dem Schwert der Hanse. Mit einem gewaltigen Aufgebot an Rittern schifft sich Hochmeister von Jungingen gen Gotland ein. Der Ordensstaat macht glänzende Geschäfte mit den Hansestädten. Auch deshalb ist ihnen das Piratenpack ein Dorn im Auge. Zu Land sind die Ritter im Kampf überlegen. Visby wird erobert. Wer den frommen Ordensrittern in die Hände fällt, wird erschlagen. Doch einige, auch Störtebeker, erfahren von dem Angriffsplan des Ordens und machen sich vor dem Gemetzel davon. Fliehen unbemerkt in die Nordsee. Jetzt wird die Nordsee zur Mordsee. Die Seeräuber kommen Weckinghusen immer näher, gefährden nun auch die Handelsrouten nach Brügge und London. Gottes Freund und jedermanns Feind war der Schlachtruf der Vitalienbrüder. Störtebeker und seine Kompagnons werden im Nachhinein als Robin Hoods der Meere verklärt. Ein Mythos? Störtebeker und Gödeke Michel kann man nicht mit Robin Hood vergleichen. Einfach deswegen, weil sie nichts für die Armen übrig hatten oder für die Armen gesammelt haben, sondern sie haben nur eben auf eigene Rechnung verdient. Sie waren ja selber bitterarm. So soll er ausgesehen haben, der Schrecken der Meere, der legendäre Klaus Störtebeker. Mit viel Fantasie. Sicher ist jedoch, dass hier in Brügge sein Zeitgenosse Weckinghusen und dessen Geschäfte immer stärker bedroht sind. Die Seeräuber haben sich an der friesischen Küste festgesetzt.
Dort gewähren ihnen die ansässigen Häuptlinge Zuflucht. Die sind sich spinnefeind und benutzen Störtebäcker zu Überfällen auf den jeweiligen Gegner. Während sie selbst sich in hohen gemauerten Steinhäusern den Friesenbogen verschanzen. Doch die Häuptlingsfäden interessieren die Freibeuter bald nicht mehr. Wieder betreiben sie Geschäfte auf eigene Rechnung. Vor Helgoland machen die Hansestädte ernst. Zur entscheidenden Seeschlacht kommt es hier, weit draußen in der Nordsee. Die besonders in ihrem Englandhandel geschädigten Hamburger Kaufleute schicken eine schlagkräftige Flotte mit ihrem neu erbauten Flaggschiff, der Bunten Kuh. Die Übermacht ist erdrückend. Ein Piratenschiff wird versenkt. Störtebeker ist endlich ein Gefangener der Hanse. Die Nachricht lässt die Kaufleute von Brügge bis Novgorod aufatmen. Seine letzte Fahrt führt elbaufwärts nach Hamburg. Dort wartet der Richtplatz am Grasbrook auf Störtebeker und seine Mannen. Störtebeker wird dem johlenden Volk vorgeführt, in einem Käfig, wie ein wildes Tier. So will es zumindest die Legende. Und viel später gab es auch noch Berichte über ein Geschäft, das er mit dem Henker gemacht haben soll. Jeder seiner Gefährten, an dem er ohne Kopf vorbeiliefe, möge frei sein. 12 Kameraden rettete er angeblich so und wurde berühmt. Am Grasbrook hat man dem Mythos ein Denkmal gesetzt. Doch Jürgen Bracker zweifelt an der heroischen Überlieferung. Aus neu aufgetauchten Urkunden glaubt der Störtebeker-Biograf sogar belegen zu können, dass der Pirat gar nicht geköpft wurde. Störtebeker ist zum bekanntesten Hamburger geworden. Und das wohl deswegen, weil er eben im Jahre 1400 seiner eigenen Hinrichtung entkommen ist. Und weil dies so war, wurden dann Geschichten erfunden, ein großer Mythos entwickelt, der dazu führte, dass Störtebeker viel, viel bedeutender wurde als so mancher Hamburger Bürgermeister. Und in jeder Hafenkneipe wurden neue Abenteuer dazu erfunden. Der wahre Störtebeker wird uns wohl für immer verborgen bleiben. Sein Mythos hingegen beflügelt weiter die Fantasie rund um die Hanse und die Hansestädte. Lübeck. In der Stadt, in der Hildebrand Weckinghusens Frau und Kinder leben, ist er selbst nur selten. Er hat sich vom Schwiegervater Geld geliehen, pumpt immer mehr in das Venedig-Geschäft. Hildebrand, eure Kinder vermissen ihren Vater gar sehr. Mir fehlen sie auch, Margarete. Aber mein Platz ist nun mal in Brügge. Es eröffnen sich bald unglaubliche Gelegenheiten. Ich mache mir Sorgen, Hildebrand. Das ganze Geld von dem Vater ist aufgebraucht und ihr braucht immer noch mehr. Macht euch keine Sorgen und überlasst mir die Geschäfte. Kümmert ihr euch um unsere Kinder. Margarete hat Angst. Durch seine Briefe weiß sie um seine riskanten Geschäfte jenseits der Alpen. Unzählige Zollstellen, Raubritter und schlechte Wege machen jede Fahrt nach Venedig zu einem Vabonspiel. Die Alpen sind für die Fernhändler des Mittelalters Mauern aus Fels und Eis. Die wenigen sicheren Passstraßen, wie über den Brenner, sind gespickt mit Ritterbogen und Mautstellen. Und Venedig ist teuer. Schon damals. Im Fondaco di Tedeschi, dem deutschen Handelshaus, müssen die Kaufleute für ihre Kontore hohe Mieten zahlen. Hier gibt es keine Privilegien, nur die totale Kontrolle durch den Dogen, Venedigs Oberhaupt. Jeder deutsche Fernhändler bekommt einen Makler zugelost, der von ihm Abgaben und Zölle eintreibt, eine der wichtigsten Einnahmequellen Venedigs. In den Gassen und Kanälen der Lagunenstadt muss Weckinghusen erkennen, dass die Konkurrenten hier mindestens genauso gerissen sind wie er selbst.
Dynamica. Pelze, einst Exportschlager seiner venedischen Gesellschaft, werden mittlerweile von vielen Händlern importiert. Das Überangebot führt zu einem ruinösen Preisverfall. Dazu kommen vom Deutschen Orden beunruhigende Nachrichten. Aus Preußen bezieht Weckinghusen aber die meisten Waren. Jetzt droht ihm die große Politik in die Quere zu kommen. Auf der Marienburg, dem Hauptsitz des Ritterordens, herrscht Krisenstimmung. Hochmeister Jungingen gerät in immer stärkeren Konflikt mit den Nachbarn Polen und Litauen. Die wollen eine weitere Expansion des Ordens verhindern. Wie immer geht es auch hier um Geld und Macht. Anfang des 15. Jahrhunderts waren aus den Kreuzrittern, die das Volk der Prussen missioniert und das Land im Osten besiedelt hatten, längst gewiefte Unternehmer geworden. In 1410 ist ein Krieg nicht mehr abzuwenden. Bei Tannenberg kommt es zur berühmten Entscheidungsschlacht. Gegen Mittag des 15. Julis treffen die wohl gewaltigsten Ritterheere Europas aufeinander. 25.000 Deutschritter stehen dem polnisch-litauischen Aufgebot von 40.000 Kämpfern gegenüber. Die Schlacht endet mit dem Tod des Hochmeisters und der totalen Niederlage des Deutschen Ordens. Über 50.000 Tote sollen das Schlachtfeld übersät haben. Tannenberg wird zu einem nationalen Mythos der siegreichen Polen. Mit gravierenden Auswirkungen für die Hanse. Die Schlacht von Tannenberg ist eine der wichtigsten militärischen Auseinandersetzungen des späteren Mittelalters. Hier siegte die polnisch-litauische Union, also eine werdende Großmacht, gegen den Deutschen Orden, der aber lange Zeit dominierend erschien in diesem Raum. Wir haben eine Wende in der ostmitteleuropäischen Geschichte mit dieser Schlacht. Auch Weckinghusen gehört zu den Verlierern von Tannenberg. In seinen Briefen wird die Krise deutlich. Absatzmärkte brechen weg, fremde Händler gewinnen an Einfluss. Sein Bruder Sievert fürchtet den Bankrott. Sievert wartet! Seht es ein, Hildebrand, es ist vorbei. Niemals! Wir können die Kredite nicht zurückzahlen. Wir haben einen kurzzeitigen Engpass, ja. Aber in 2 Wochen sind die neuen Pelze in Venedig. Die Pelze? Die verdammten Pelze? Jeder Bürger von Venedig hat mindestens ein 50 Dutzend davon. Wen wollt ihr sie denn noch verkaufen? Es wird auch wieder ein harter Winter kommen und dann seid ihr nicht dabei. Eure Gier lässt euch blind werden. Macht die Augen auf. In eurem Lager verderben die Waren, weil ihr sie zu teuer eingekauft habt. Und ihr redet nur von den verdammten Pelzen. Ich jedenfalls werde keine Mark mehr in diese Unternehmungen investieren. Mein Bruder. Hebt einen Pelz für euch auf. Ihr werdet ihn brauchen. Hildebrand denkt nicht ans Aufgeben. Er benötigt doch nur etwas Liquidität, frisches Bargeld, um den kurzzeitigen Engpass zu umschiffen. Er sendet einen Boten durch die Straßen von Brügge, um neue Kredite zu erfragen. Italienische Bankhäuser haben auch in Brügge Filialen. Weckinghusen zieht Wechsel, Schuldscheine auf die spätere Einlösung der Verbindlichkeiten. Im Hause des lombardischen Geldverleihers versorgt er sich bequem mit neuem Kapital. Und dann erhält er auch noch eine sensationelle Einladung vom neu gewählten römisch-deutschen König Sigismund in das nahe Dordrecht. Die Hansekaufleute wollen die Gelegenheit nutzen und dem König einige Beschwerden vortragen, deren Bearbeitung Sigismund jedoch an eine Bedingung knüpft.
Er fordert 3000 Kronen Kredit. Das sind umgerechnet etwa 2 Millionen Euro. Geldanleihen an Herrscher fanden sich in der Hansegeschichte immer wieder. Interessant ist hier, dass wir also mit Sigismund einen Herrscher haben, der aufgrund seiner schwachen territorialen Basis im Reich, aber eigentlich nur König von Ungarn, jemanden haben, der eigentlich ständig, notorisch sozusagen, in Geldnöten war. Gläubiger eines Königs. Dem konnte er sich nicht entziehen. Außerdem war es ein Imagegewinn. Er leiht sich weiteres Geld. Doch dann die Katastrophe. Sigismund hatte zwar versprochen, den Kredit binnen eines Jahres zurückzuzahlen, hielt sich aber nicht daran. Und es gab damals keine Möglichkeit, einen schuldnerischen König vor Gericht zu belangen. Weckinghusen sitzt in der Falle. Wieder eilt sein Bote durch Brügge zum Lombarden. Der legt Wechsel vor, die zu platzen drohen. Hildebrand braucht neue Kredite, doch der Zins wird immer höher. Diesmal sind es 20% auf 3 Monate. Das ist Wucher. Die ganz in schwarz gekleideten Geldverleiher sind die unbeliebtesten Menschen in Brügge. Doch ohne sie läuft bald nichts mehr. Geliehenes Geld hält den Handel in Schwung. Die ganze Welt scheint auf Pump zu leben. Weckinghusen spielt immer noch in der ersten Liga mit seinem Riecher für Geschäfte. Und dann wird ihm eine Information zugesteckt. Die Salzlieferungen aus Westfrankreich nach Livland werden ausbleiben. Salz. Er wittert eine riesige Chance, um sich zu sanieren. Leiht sich, wo er nur kann, noch einmal Geld zusammen. Egal zu welchem Zins. Und schickt einen reitenden Boten Richtung Baltikum. Er will dort sämtliche Salzvorräte aufkaufen lassen, bevor die Nachricht von der Salzknappheit eintrifft. Das so gewonnene Salzmonopol soll ihm Millionen bringen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und gegen einen konkurrierenden Händler. Wer wird zuerst am Ziel sein? Der Ritt ist eine Meisterleistung des Boten, von Hildebrand perfekt organisiert. Er hat alles auf eine Karte gesetzt. Das Unternehmen ist teuer. Bringt es die Rettung? Sein Reiter erreicht als erster Dorpat und Reval. Doch trotz dieses Erfolgs endet sein Salzpoker in einem Desaster. Die livländischen Handelspartner haben nicht genug Kapital, um alle Salzvorräte aufzukaufen. So wird nichts aus dem Monopol und den traumhaften Gewinnen. Vieles war sehr auf Spekulation angelegt und einige Geschäfte eben sehr riskant, sodass es kaum verwundern kann, dass er am Ende eben nicht erfolgreich war. Er ging eigentlich in seinen Geschäften über das Maß seiner Zeit eigentlich sehr weit hinaus. Weckinghusen, der High-Risk-Zocker, hat den Bogen überspannt. In Lübeck sieht seine Frau Margarete ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Ihr Mann sitzt zahlungsunfähig im weit entfernten Brügge. Sein Bruder Sievert verweigert jede Hilfe und ihre eigenen Reserven sind längst aufgebraucht. Ihr Hochzeitskleid ist der letzte Gegenstand von Wert. In seiner Not hat Hildebrand sie gebeten, es ihm zu schicken. Sie schreibt: Liebster, wenden sich auch Freund und Bruder von dir ab. Dein hold Weib erwartet sehnsüchtig dein Kommen. Möge das Kleid unserer Liebe dir Glück und Geschick zurückbringen. Und möge Gott dich segnen auf all deinen Wegen. Was war nur aus ihrem geliebten und bewunderten Mann geworden? Das Glück hat sich endgültig von Hildebrand abgewendet. Keiner hilft ihm mehr, außer Margarete. König Sigismund zahlt den Kredit immer noch nicht zurück. Der lombardische Geldverleiher verklagt ihn. Hildebrand wird im Schulturm inhaftiert. In Lübeck eignet sich Sieverts Schwiegermutter mit einem Trick sein Haus an. Margarete muss ausziehen. Ein Schicksal aus dem Mittelalter, hautnah dokumentiert. Eine Schatzgrube für den Historiker. Die Weckinghusen-Briefe stellen für mich eine
besondere Quelle da, da sie Aufschluss geben über das Familienleben und über die Befindlichkeit der einzelnen Personen, also der Briefeschreiber, wie wir sie ansonsten in keiner anderen Quellengruppe des Mittelalters aus dem Hanseraum überliefert haben. Und weil ihr geschrieben habt, dass ich euch schreiben sollte, wie sich die Sache mit unserem Haus entwickelt hat, so will ich euch das in Kürze berichten. Sie haben das so eingerichtet, dass die Lunische es nun hat. Sie hat sich für 2 Jahre nicht gezahlte Rente durch Gerichtsbeschluss in das Eigentum des Hauses einsetzen lassen. Aber ich war ihr die Rente nur für 1 Jahr schuldig geblieben. Deswegen haben sie mich an Ostern durch Gerichtsbeschluss aus dem Haus getrieben und ich musste in ein anderes Haus ziehen, wofür ich 5 Mark Miete für den Sommer zahlen musste. Aufstieg und Fall des Hildebrand Weckinghusen. Aus den Briefen können die Forscher minutiös Margaretes sozialen Abstieg in Lübeck rekonstruieren. Nach über 600 Jahren. Rolf Hammel-Kiesow macht sich auf den Weg in die vornehme Königsstraße, die Prachtstraße Lübecks. Hier steht noch heute das Haus, in dem die frisch vermählten Margarete und Hildebrand einst residierten. Margarete muss von dort mit den Kindern und der wenigen Habe in eine billige Mietwohnung in die Glockengießerstraße ziehen. Siewert gibt ihr nur das Allernötigste, damit sie nicht betteln muss. Denn das hätte auch seinem Ansehen geschadet. Die letzte Station Margaretes ist ein Hinterhof in der Hundestraße, ein Handwerkerquartier. Hier lebt sie von den Almosen ihres Schwagers, nachdem sie ihr letztes Hab und Gut verpfändet hat. Nach 3 Jahren Haft kommt Hildebrand endlich mit Hilfe seiner letzten verbliebenen Geschäftsfreunde frei. Er ist ein gebrochener Mann. Er will zu Frau und Kindern nach Lübeck zurück. Doch auch das bleibt ihm verwehrt. Er stirbt auf der Überfahrt. Hat ihn seine Gier umgebracht? Es gibt menschliche Eigenschaften, die sind ewig, obwohl sie negativ sind. Nämlich diese Maßstabslosigkeit, Maßlosigkeit individueller Gier zum Nachteil des Mitmenschen, die kann, wenn man sie ins Kraut schießen lässt, alles zerstören. Das gab es in der Zeit der Hanse und wir haben es doch jetzt gerade im 21. Jahrhundert wieder neu erlebt. Abenteuerlust und das Verlangen nach Reichtum trieb die Menschen immer wieder aufs Meer. Im 15. Jahrhundert vor allem Spanier und Portugiesen. Die Entdeckung neuer Handelswege nach Afrika und Indien, besonders aber die Eroberung des Paradieses, die Entdeckung Amerikas, veränderten auch Europa. Die Schätze der neuen Welt lockten die weißen Eroberer. Gold, Silber, unbekannte Früchte führten zu einer Verlagerung der Märkte. Der Hanse gelingt es nicht, sich entscheidend zu beteiligen. Das Handelsimperium verliert immer mehr an Bedeutung. Durch die Veränderungen des 15. und speziell des 16. Jahrhunderts wurde die Hanse eigentlich eher zu einer regionalen Macht, verlor also ihre übergreifende, ja vielleicht globale Bedeutung. Die Hanse als loser Städte- und Wirtschaftsbund wurde an den Rand gedrängt, löste sich aber nie offiziell auf. Hanseatischer Kaufmannsgeist weht weiterhin durch die Hafenstädte an Nord- und Ostsee. Mit der Öffnung des Eisernen Vorhangs gab es eine Rückbesinnung auf die Idee der Hanse als große europäische Wirtschaftsunion. Die Idee der Hanse lebt, weil sie ihrer Zeit so weit voraus war. Denn die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg nach Vorteil und Nutzen, das ist ja die Grundlage der europäischen Integration von heute. Das visionäre Imperium führte über ein halbes Jahrtausend hinweg zu blühenden Städten,
in denen freie Bürger sich selbst regierten, aber auch ohne Maß handelten. Wie Hildebrand Weckinghusen. Was aus seiner Frau Margarete wurde, wissen wir nicht. Nach seinem Tod auf See endet der Briefwechsel. Vererben konnte er ihr nichts, aber uns seine Briefe. Die deutsche Hanse stand auf Augenhöhe mit Monarchen. Als Kriegsgegner oder als Geschäftspartner. Der Handel quer durch das Abendland machte sie zu einer Supermacht des Geldes. Die deutsche Hanse ist weit mehr als eine Geschichte von Pfeffersäcken und Piraten, Koggen und Karawanen. Sie erzählt von Wagemut und Betrug, von Spekulanten und Börsenkrach. Aber sie ist auch ein Wegbereiter für ein freies und modernes Europa. Wie ein ferner Spiegel.